Die Agentur für Arbeit stellte heute die Arbeits- und Ausbildungsmarktzahlen für den Monat August vor. Der Bestand an Arbeitsstellen ist zum Vorjahr um 1250 Stellen angestiegen und die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr um 1190 gesunken. Keine Veränderung zum Vormonat zeigt die Arbeitslosenzahl, jedoch ist diese im Vergleich zum letzten Jahr leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote ist bei 5,9%. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr, also ein ganz, ganz minimaler Anstieg, der vor allem dadurch zu begründen ist, dass wir ja die Ukrainer im Jobcenter sozusagen ab Juni führen und damit sie auch in der Arbeitslosenstatistik zu sehen sind. Also dieser Anstieg ist ausschließlich da abzulesen. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass die Arbeitsstellen auf einem ganz hohen Niveau sind. Also die Arbeitgeber suchen Arbeitskräfte und Auszubildende und daher leitet sich auch einfach diese Stabilität ab und gute Chancen hier für uns in Südbrandenburg. Der Arbeitsmarkt in Cottbus ist also trotz aktueller Krisen weiterhin stabil. Das Sorgenkind der Agentur für Arbeit bleibt aber in diesen Zeiten weiterhin die Jugendarbeitslosigkeit. Noch nie gab es so viele Ausbildungsstellen wie in diesem Jahr und noch nie gab es so wenig Ausbildungssuchende wie jetzt. Vor allem die Corona-Zeit hat den Zugang zu den Schulen und zukünftigen Auszubildenden erschwert und Praktika sowie Ausbildungsmessen weitestgehend unmöglich gemacht. Die Zahl der Jugendarbeitslosigkeit ist dementsprechend hoch. Ist aber trotzdem im Vergleich mit Brandenburg, da ist die Quote bei 7% immer noch niedrig und in Ordnung. Aber auch da merkt man, dass ein bisschen was am Markt im Moment so stagniert und nicht so vorangeht. Da wird nicht jeder nach der Ausbildung übernommen. Zum anderen sind auch in der Zahl junge Menschen drin, die aus der Ukraine zu uns geflohen sind und auch dort statistisch letztendlich irgendwo sich dann abbilden. Die Zahlen der Geflüchteten aus der Ukraine bilden sich besonders in den Bereichen der Jugendarbeitslosigkeit und der Arbeitslosigkeit von Frauen ab. Die Arbeitsvermittlung für diese Personen läuft und einige konnten auch schon eine neue Arbeit finden. Insgesamt kann festgehalten werden, dass der Arbeits- und Ausbildungsmarkt etwas vorsichtig auf die aktuellen Gegebenheiten reagiert und dass vor allem der Start der Ausbildung im nächsten Monat abzuwarten bleibt.